geworden? Dann folgt mir doch auf meinen Reisen. Lasst doch gerne ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Dann könnt ihr mich immer begleiten. Wir wollen heute auf den Zuckerhut. Jetzt muss ich erst mal gucken. Dort stand plötzlich ein Schwarzer hinter mir. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ein Wildschwein. Was mache ich jetzt? Stehen bleiben. Morgen allerseits. Es ist 6:30. Ich bin aus dem Bett gefallen, weil ich möchte heute in den Baku Nationalpark. Es ist schon Abend und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin heute Vormittag in Rio de Janeiro gelandet. Ach du grüne Neune. Der ist ja sehr gut gepflegt, der Weg. Obrigada. Und jetzt bin ich schon den ganzen Tag hier über in Florianopolis. Seht ihr den? Dort zwischen den Bäumen? Auf geht's nach Südamerika, Brasilien. Okay, bis später. Der Ausblick ist einfach fantastisch. So viel Grün hatte ich niemals im Leben in Rio erwartet. Cadaria Celaron in La Paz angekommen. Der frisst mich. In Seis am Schlern. Hier Florianopolis ist übrigens die Hauptstadt vom brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. Man sieht nur Grün von hier oben. Ein riesiger Regenwald. So, jetzt sind wir hier angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar in Arco sind wir. Niemals darfst du in eine Favela gehen. In die größte Favela Südamerikas, Hocinha. Jetzt stehen wir hier auf einer Dachterrasse und jetzt stehen wir hier oben bei mindestens 40 Grad in der Sonne. Ich laufe nämlich in Flipflops und es gibt kein Abwassersystem. Das heißt, hier fließen diverse Fäkalien entlang. Dann laufen wir an jemanden vorbei, der ein Maschinengewehr in der Hand hat. Guckt euch doch einfach mal diesen Baum an. Oh, ich sitze da total. Der wollte mich angreifen. Hier findet immer der Karneval statt. So, jetzt bin ich hier auf dem Markt. Hier wird gerade erst alles richtig aufgebaut. Oh, hier wird geschossen. Das ist das erste Mal, dass ich hier in Brasilien Polizei in Ausübung ihrer Dienste sehe. Mit dem Bus jetzt hier hinter mir fahre ich jetzt zu den Affen. Das sieht erstmal lecker aus. Oh, ihr müsstet mal riechen, wie es hier duftet. Hi, schaut mal. Oi, Floripa. Jetzt habe ich schon mal einen Ameisenweg gefunden.
Also bin ich mal mutig. Hier ist der bekannte Strand Copacabana und gleich daneben auch noch Ipanema. Kennt man eigentlich auch, oder? Ich habe noch keine Schuhe an und will nicht auf eine Schlange treten oder auf einen Skorpion. Ich habe mich hier durch den Urwald geschlagen. Guten Morgen! Ich bin in Raten. Wollen wir Ipanema Beach erkunden. Und hier drüben ist Niterói zu sehen. Das ist wirklich Urwald hier hinter mir. Hallo, guten Morgen. Ich bin mitten in Ungarn. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, der Talwächter. Ja, ich bin wieder in der Zivilisation angekommen. Heute geht's zum Oktoberfest. Wie geil ist denn der Ausblick? So ein schöner Berg, eine traumhafte Kulisse. Heute ist Badolino unser Ziel. Ja, ich bin in Budapest. Ein ganz kleines Dorf. Jetzt kann man hinter den Hügeln schon fast die Copacabana entdecken. Das sind jetzt 1760 Meter über Meeresspiegel. Das ist Riva Vergara. Hier oben ist es richtig, richtig kalt. Ihr seht, wir sind jetzt aus dem Trentino raus in Südtirol. So, wir sind jetzt hier in Trient angekommen. Und? Wie findet ihr es hier? Ich find's schön. Wir sind jetzt angekommen. Marokkan Island. Und das hinter uns Safi Island. Guten Morgen, wieder mal. Die Seisealm, sie ist 56 Quadratkilometer groß. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da oben ist der Schlern. Baum in der Mitte und der Ausblick ist grandios. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bus, der mich dann zum Flughafen bringen soll. So, wir sind jetzt hier in Kiefersfelden. Mal Cesine von oben. Wir sind auf einem Campingplatz. Es ist ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen. Hier machen wir jetzt unsere Mittagspause. Hallo ihr Lieben, heute will ich euch mal mit nach Zagreb nehmen. Umgebung. Das ist so ein typisch italienischer Platz, oder? Und da ist das Meer, wo man allerdings nicht baden darf, da es da Krokodile gibt. Die warnen vor Gefahr. Jetzt bin ich weitergegangen. Und schaut mal dort ganz hinten,
Dort sieht man den Medvednica. Da diesen Fluss, der da fließt, das ist übrigens der Zufluss zum Gardasee. Also hier wieder aufpassen. Hier darf man nicht ins Meer gehen, weil es gibt hier Krokodile. Schaut mal, das ist die Kathedrale von Zagreb. Hallo ihr Lieben, wir sind in Rio angekommen. Hey, auf einem Felsen. Es ist eisiger Wind hier oben, aber in der Sonne ist es super, super warm. Einen wunderschönen guten Morgen, Kota Kinabalu. So, hier ist der Mölltaler Gletscher. Jetzt steige ich gleich in den Flieger nach Singapur. Auf nach Manukan. Das ist Sapi. Da kommt mir jemand immer hinterher. Der Rückblick für mein allererstes Jahr, für mein erstes Jahr Instagram, für mein erstes Jahr YouTube. Ich möchte mich bedanken bei euch allen. Ich möchte mich bedanken für fast 6000 Follower auf Instagram. Ich möchte mich bedanken für fast 600 Abonnenten bei YouTube. Vielen lieben Dank, dass ihr mich so unterstützt. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Danke, dass ihr mich begleitet habt auf meine allererste Südamerika-Reise nach Brasilien und auch auf meine allererste Asien-Reise nach Malaysia, nach Borneo. Ich war in Afrika, ich war auch in Europa unterwegs, in Italien, in Kroatien, in Ungarn, in Österreich. Vielen Dank, dass ihr meinen Blog besucht, dass ihr mir viele Kommentare schreibt, dass ihr öfter vorbeischaut. Vielen Dank. Merci. Thank you. Taxa. Obrigada. Gracias. Und jetzt starten wir ins Jahr 2020 und ich freue mich auf viele tolle Erlebnisse, auf viele neue Reisen, auf viel Feedback von euch, auf viele Kommentare, auf viele Likes, auf viele Ideen, auf viele Vorschläge, auf ein neues gemeinsames Jahr 2020.